Hey, guten Morgen, willkommen zum neuen Video. Wir haben viele schöne Aufnahmen heute, viele verschiedene. Wir sind mitten im Umzug, in der Vollendung unseres Umzugs. Und jetzt laden wir hier nochmal die letzte Fuhre mit dem Hänger voll. Und unser Sandkasten wird gleich abgeholt. Das Abschluss des Geschäftes. Dankeschön. Vielen Dank. Ich danke. Dankeschön. Danke. Danke. Das Ding hat der Paul. So muss es sein. Alle glücklich. 5% Akku. Jetzt nochmal von uns beiden. Herzlich willkommen. Hallo. In der Wohnung wird schon deutlich leerer. Wir sind in den letzten Zügen hier wirklich alles rauszuholen. Und dann dürfen wir noch alles streichen. Also es gibt echt noch viel zu tun. Löcher zu machen, dies und das. Ich habe noch Angst vor dem ganzen Kleinkram, der überall rumliegt, der dann einfach so in Kisten reingeworfen wird, die man am liebsten nie wieder anschaut. Und dann, vielleicht. Ich weiß nicht. Wo aber die ein oder andere Sache doch noch wertvoll und wichtig ist. In der anderen Wohnung stapelt sich's schon richtig jetzt. Ja. Hier sind mal noch ein paar Aufnahmen, die eigentlich direkt ans letzte Video anschließen, wo es noch nicht ganz so voll war und Lillian und ich eine schöne Ecke des Sofa aufgebaut haben. Viel Spaß dabei. Fuhre Nummer 3. Schon halb ausgeräumt, aber das ist Fuhre Nummer 4. Tschub. Fuhre 5 und 6 haben wir jetzt gar nicht gefilmt, aber wir machen immer weiter und jetzt haben wir schon das ganze Sofa hier rüber gefahren. Holding my head again, making my way through crowded thoughts. Sometimes it's hard to get out of it. Broke my heart in the dark, I was just trying to feel something. Falling asleep to the sound of it. Always used to lay you clean up the messes. Down on my knees, thought I couldn't stand up on my own. Turns out sometimes you're stronger alone. Bringing out the fire, yeah, bring on all the lightning. Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror, I find one. Oh, carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down 11, I get up 12. Don't need nobody else. Yeah, I can save myself. Plus noch schöne Zeit mit den Kindern. So, und jetzt sind wir schon bei einigen Minuten hier im Video. Und ich hatte eigentlich vor, dieses Video mit. Mir ist nämlich beim Umzug endlich mal wieder das Zoom-Objektiv in die Hand geraten und deswegen habe ich mich total gefreut, heute Morgen mal wieder ein paar schöne Aufnahmen, ein paar Details aus der neuen Wohnung. Einige haben ja nach einer Roomtour gefragt, die kommt auch noch bald, aber wir wollen schon noch ein bisschen mehr ankommen. Mhm, und schön machen und einräumen, also da ist noch sehr viel Potenzial, das schön zu machen und einzuräumen. Die Kinder gucken jetzt noch Sendung mit der Maus, haben schon Zeichentrick angeguckt, gucken bestimmt gleich noch eine Sendung mit der Maus und die Zeit werden wir jetzt nutzen, um den Keller leer zu machen und den Dachboden leer zu machen. Der ist schon leer. Der ist leer, aber noch nicht auf dem Hänger. Ja. Los geht's. Okay. Jetzt. Ich bin runter, ich bin hier gerade noch am Fuhre Nummer. Es wäre doch cool, wenn die Vivi da wäre. Ja. Und wo der bald hinkommt, wissen wir noch nicht. Der hat noch keinen Platz bisher, aber ja.
Ich bin gespannt. Also falls ihr auch so einen Wald zu Hause haben wollt, das ist einfach ein Duschvorhang. Ja, super günstig und grün und schön. Und dann war noch der höchst aufregende Umzug unserer Monstera. Ach du meine Güte, war ich da aufgeregt. Da stand sie. Hier kommen die Aufnahmen. Our scars make us who we are. Now I'm 10 feet tall over my demons. Was? Das ist aufgepassen. Ei, 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 ist das echt eine Geburt, dass sie hinter uns ist? Remind me no one's got me like myself. Yeah, I love me without any help. I'm the best thing to ja, be. Ja. Oh, I'm bringing out the fight, yeah. Bring on all the lightning. Cause I'm looking for a hero. Look inside the mirror. Aber jetzt ist rückwärts rein. Dann müssen wir wahrscheinlich den Stab rausnehmen. Carry the hurt when it gets too hard. Pick it up, dust it off. When I fall down. But I got a million reasons why I won't. Cause this heavy is a season. And the sun is always right behind us. Das ist alles richtig, richtig gut gegangen. Bis zum Schluss, da habe ich hier das neue Blatt so ein bisschen gequetscht. Ja, das wird man wohl für immer sehen. Kann man da auch noch hinschreiben? Jetzt haben wir den Hänger leer geräumt. Und gegessen. Und gechillt. Und Trampolin gesprungen. Da gibt es noch eine Sache, die vielleicht mit dazu beigetragen hat, dass wir hierhin gezogen sind. Nämlich die Gemeinschaft, das Zusammenleben. Aber dazu wann anders mehr. Mama. Ja, jetzt. Da die Wohnung hier ja vom Platz her ein bisschen kleiner ist als vorher und wir vorher einen Dachboden und einen Keller hatten. Hier haben wir jetzt schon einen Schuppen, aber der ist, da können auch Ratten oder keine Ahnung was rein. Also, jo, steht die Wohnung jetzt so sehr voll mit Sachen. Da haben wir noch was zu tun und in der anderen Wohnung haben wir auch noch ordentlich was zu tun. Jetzt sind wir auch recht froh, dass wir nächste Woche kein Konzert da machen. Das ist alles echt viel. Kein Konzert? Nee, wir haben es abgesagt, weil es uns zu viel war. Wann machen wir dann Konzert? Wir finden jetzt noch einen schönen Ort. Und dann okay, weiter geht's. Okay. Weiter geht's. Hauptsache, es findet statt, ne? Ja. Weiter geht's. Ja, und wir sind total motiviert, ganz viel zu bauen und ganz viel uns die Ecken schön zu machen. Und die, aber grundsätzlich fühlen wir uns schon super wohl hier. Wisst ihr schon von dem Wald? Ich glaube, Wald haben wir auch noch nicht erwähnt, gell? Nee, der schöne Waldweg. Direkt hinterm Haus ein wunderschöner Waldweg. Den Platz für den Spiegel, den Lillian letztes Mal angedeutet hatte, der ist jetzt auch schon da. Der ist hier. Und also man kommt halt hier so um die Ecke, ne? Also der Bereich ist jetzt da halt einfach so ein bisschen mehr abgetrennt. Ja, und wir alle lieben den Spiegel. Da kann man tanzen. Uiuiui, aber alles sehr chaotisch. Ich baue jetzt hier noch einen weiteren Schrank in unserem neuen Studio, in unserem Arbeitszimmer / Kinozimmer fertig auf. Als nächstes steht dann das Hochbett im Kinderzimmer an, das wieder richtig aufzubauen. Aber eine Sache, die wir heute auf jeden Fall noch machen wollen, ist ein kleines Feuer im Garten. Ja, wo wir so
die ein oder anderen Holzsachen, die sich so angesammelt haben, Äste aus dem Kindi, die jeden Tag mitgebracht werden. Ja, Steuerunterlagen, die jetzt 10 Jahre alt sind. Ja, einfach ein paar Sachen im Feuer verabschieden. Man meint, man könnte eine große Schublade von diesem Schrank nicht verlieren. Aber ich finde sie nicht. Lillian, weißt du, wo die dritte große Schublade ist? Du hast schon ein bisschen Feuer gemacht. Ja, die Kindergartenhölzer sind auch gar nicht erst dabei. Aber die Hochbetthölzer. So, viel erlebt mit dem Skateboard. Und wie lange hast du das Skateboard gemacht? Hatte ich schon, bevor ich Mama kennengelernt habe. Bevor du. Und Mama ist dann nicht mehr so früher. Gut. Also ich kenne das Skateboard schon länger als Mama. Und wann habe ich mich kaputt gegangen? Feuer schmeißen. Wann war das? Vor 2 Jahren. Was? Ich will nicht Feuer schmeißen. Vielen Dank für die schöne Zeit. Das hat dir Freude gemacht, ich weiß es. Das stimmt, das hat mir sehr viel Freude gemacht. Aber jetzt macht es dir keine Freude mehr. Oh doch, jetzt macht es mir noch mal große Freude. Jetzt kann ich zuschauen, wie es brennt. Zum Fahren wäre es eh nichts mehr gewesen. Und der Papa hat es einfach mit Liebe verabschiedet, weißt du? Ich habe ja auch neue Skateboards, die mir viel Freude machen. Und ich habe auch noch ein Stück Skateboard. Und aus einem Stück will ich mir einen Ring machen. Mir auch einen. Mir auch einen. Sollte man jetzt nicht mehr rausnehmen. Da brennt sie schon. Komm, ich schlafe einfach gleich. Die Farbe geht weg. Ich habe die Schublade gefunden. Aber da sind noch lauter Küchensachen drin, die muss ich erstmal ausladen. We'll start again. He's crazy, right? An idea.